Ja, es gibt jedes Jahr eigentlich zwei so Zeiten, wo die Medien voll sind mit irgendwelchen Horrorgeschichten über Drogen. Die eine dieser Zeiten, das ist immer im Mai. Da gibt nämlich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung den sogenannten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung heraus. Und der andere Hype in den Medien ist immer, wenn der International Narcotic Control Board, also die UNO-Organisation, ihren Jahresbericht rausgibt. Und da liest man immer, wie schlimm eigentlich das alles mit diesen Drogen auch sei. Und wenn man etwas genauer hinschaut, dann merkt man, dass diese Damen und Herren in ihren Ämtern sich nicht mal an ihre eigene Terminologie halten. Ein Lieblingswort der Drogenbeauftragte ist zum Beispiel Suchtmittel. Die Leute nehmen Suchtmittel und schon mit immer jünger werden die Suchtmittelgebräucher, Gebraucher. Das stand schon in den 70er Jahren in den Zeitungen. Also auch damals hieß es, die Drogenkonsumenten werden immer jünger. Und also in den letzten 30 Jahren sind die immer jünger geworden. Also heute müssen es eigentlich schon Babys sein. Doch wenn wir uns so einen Begriff wie Suchtmittel mal vergegenwärtigen. Ein Mittel ist etwas, das man zu einem bestimmten Zweck benutzt oder einnimmt. Ein Schmerzmittel ist ein Mittel gegen Schmerzen oder ein Mittel zur Freude, ein Genussmittel ist eben ein Mittel, das man zum Genießen einnimmt. Aber wer nimmt eigentlich ein Mittel ein, um süchtig zu werden? Oder ein Mittel ein, um sich von der Sucht zu befreien? Das, was gängig als Suchtmittel bezeichnet werden, sind weder Mittel, um süchtig zu werden, noch sind es Mittel, um einen von der Sucht zu befreien.